Lena spielt in letzter Zeit einfach viel lieber mit ihren Freundinnen als mit Max. Seltsam. Was passiert denn da? Die beiden sind doch schon so lange beste Freunde. Im Kindergarten haben sie zusammen gespielt. Jetzt scheinen sie wie ferngesteuert. Die große Schwester Lotte hat schon eine Ahnung, wo der Weg hinführt. Denn sie kennt ihn schon. Na, da seid ihr ja. Wo sind wir denn hier? Auf dem ersten Weg in die Pubertät, würde ich sagen. Pubertät? Klingt ja furchtbar. Ist es aber nicht. Keine Sorge. Stellt euch mal in die Kreise da. Die Pubertät ist im Grunde nichts anderes als eine ziemlich aufregende Reise vom Kind zum Erwachsenen. Um aus Jungs Männer zu machen und aus Mädchen Frauen, schickt der Körper uns auf eine Mission. Manchmal kommt es uns dabei so vor, als würden sich Mädchen und Jungen auf unterschiedlichen Planeten bewegen. Wenn man älter wird, wächst und verändert sich nicht nur der Körper. Auch die Beziehungen zu den Menschen um uns herum verändern sich. In der Pubertät wird einem ein Unterschied bewusst. Mädchen sind anders als Jungs. Und Jungs sind anders als Mädchen. Wenn die Jungs aus meiner Klasse sich streiten, kloppen sie sich meistens gleich. Das finde ich voll bescheuert. Und wenn die Mädchen mit jemand Stress haben, können sie ganz schön fies lästern, als wenn das nicht schrecklich wäre. Meine Freundinnen finden meine Klamotten cool und ich auch. Ich würde nie Schmuck oder Glitzerkram anziehen. Meine Sachen müssen einfach bequem sein. Die Jungs spielen in der Pause die ganze Zeit Fußball, das nervt. Ich dachte, du magst auch Fußball. Ja schon, aber nicht immer.